بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ich danke Allah Azza wa Jal, dass er uns heute dieses Treffen ermöglicht hat. Und als erstes möchte ich kurz auf etwas hindeuten, und zwar der Gesandte alayhi salatu wassalam, nach einem Gebet hat er zwei Männer gesehen, dass sie nicht mit der Gemeinschaft gebetet haben. Dann hat er sie gefragt, warum sie nicht mit der Gemeinschaft gebetet haben, und sie sagten, dass sie schon in ihrem Zelt gebetet haben. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, tut dies nicht. Wenn ihr in eurem Zelt betet und dann kommt in die Gemeinschaft der Muslime, so betet dann zusammen mit ihnen. Und dies zeigt auch ein besseres Bild von den Muslimen, wenn sie einheitlich und gemeinsam beten. Und er sagte ihnen, dass dieses Gebet dann für euch ein freiwilliges Gebet ist. Das heißt, wenn jemand in so eine Situation kommt, dass er ein Pflichtgebet schon gebetet hat und dann kommt er in die Gemeinschaft der Muslime, dann betet er trotzdem mit ihnen und dies ist dann für ihn ein freiwilliges Gebet. Als nächstes erinnert mich diese Art von Treffen, was uns heute, Ulilai Alhamd, ermöglicht wurde. Und dafür danken wir nach Allah subhanahu wa ta'ala auch den Bruder Abu Ahmed, der dies organisiert hat und der uns zu seiner Aqiqa eingeladen hat. Diese Art von Treffen erinnern mich und bestimmt auch die Tulab, die in Medina waren, an die Treffen mit den Ulama, die auch in einer Art Istiraha stattgefunden haben, wo man sich außerhalb von den gewöhnlichen Unterrichtszeiten getroffen hat und zusammen gegessen hat. Auch wenn der Ort ein bisschen anders ist, aber es ist eine Art Erinnerung mit den Gelehrten, die noch am Leben sind, möge Allah azza wa jalla sie bewahren. Und auch einige von ihnen sind schon gestorben, wie zum Beispiel Sheikh Zayd Al-Madkhali, rahimahullahu ta'ala, als er einmal nach Medina kam und einen Unterricht hielt in der Moschee Qiblatain. Dann wurde am Abend eine Istiraha mit ihm organisiert, wo er sich mit den Schülern getroffen hat. Und an dieser Istiraha haben auch andere Gelehrte wie Sheikh Ubaid al-Jabiri, hafidahullah, teilgenommen. Und das war ein Treffen mit Sheikh Zayd und nach kurzer Zeit ist er schon gestorben. Und dies ist die Situation der Gelehrten, dass sie sterben. Und wenn sie sterben, so vergeht ein gewaltiges Wissen. Denn wie gesagt wurde, Mautul Alim, Mautul Alim. Das Sterben der Gelehrten ist ein Tod für die Welt. Also wie wenn man tausende Menschen verloren hat, wenn man einen der Gelehrten verloren hat. Und nach dem Begräbnis von Sheikh Zayd, rahimahullah, haben wir Sheikh Rabi', hafidahullah, besucht und jemand berichtete ihm, dass beim Begräbnis von Sheikh Zayd 8000 Leute anwesend waren. So sagte Sheikh Rabi', Allahu Akbar, bainana wa bainahum al-Janais. Er wiederholte die Aussage von Imam Ahmed, rahimahullah, zwischen uns und ihnen ist das Janaza-Gebet. Das heißt, ein Zeichen von der Leute der Sunna in der Zeit der Selle war, dass beim Janaza bei der Ahlus Sunna viele teilgenommen haben. Und bei der Janaza der Leute der Bid'a nur wenige teilgenommen haben. Und der Gesandte, alayhi salatu wassalam, er berichtete vom Sterben der Gelehrten und dass dies ein Zeichen ist, dass das Wissen weggeht, so wie er sagte, inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allah nimmt das Wissen nicht, indem er es von den Dienern wegnimmt, walakin yaqbidu
Ilma bi qabdil ulama, sondern er nimmt das Wissen weg, indem die Gelehrten sterben. Hatta idha lam yubqi aliman, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bi ghayri ilm, fadallu wa adallu. Wenn dann kein Gelehrter mehr übrig bleibt, nehmen sich die Menschen Unwissende als Köpfe und sie werden gefragt und sie geben Antworten ohne Wissen. So bringen sie sich selber in die Irre und auch die Menschen. Dies wurde von Imam al-Bukhari und Imam Muslim in ihrem Sahih-Werken überliefert und al-Bukhari erwähnte dies unter dem Kapitel Bab Kayfa yuqbadu al-ilm. Kapitel, wie wird das Wissen weggenommen? Und die Gelehrten sagen, dass der Fiqh, der Verständnis von Bukhari, rahimullah, in seinen Kapiteln ist. Und Muslim hingegen hat keine Kapitel geschrieben in seinem Werk, keine Abwaab. Doch die Gelehrten nach ihm, wie Nawawi und andere, sie haben dann im Buch von Muslim die Kapitel hinzugefügt. Und sie nannten einen dieser Kapitel, unter dem dieser Hadith war, Bab Raf al-Ilm, Kapitel, wie das Wissen weggeht, wa qabdihi wa dhuhur al-Jahl, und dass die Unwissenheit verbreitet wird, wal fitan fi akhir zaman, und die Fitan am Ende der Zeit. Das heißt, die Fitna ist verbunden mit der Unwissenheit. Und die Entfernung von der Fitna hängt zusammen mit dem Wissen. So haben die Gelehrten von diesem Hadith und anderen Hadithen verstanden, dass das Wissen vergehen wird, wenn die Gelehrten sterben. Und Sheikh Rabi', hafizahullah, er sagte einmal, dass er nicht leben möchte, wenn Sheikh Fawzan und Sheikh Luhaidan gestorben sind. Also er kann sich nicht vorstellen, zu leben, nachdem diese zwei großen Gelehrten gestorben sind, weil er weiß, dass durch das Sterben der Gelehrten sich die Fitnen inmitten der Menschen verbreiten. Und als Zayd ibn Thabit radiallahu anhu begraben wurde, hat Ibn Abbas Erde auf ihn geworfen und gesagt, Hakadha yuqbadu al-ilm oder Hakadha yudfanu al-ilm. Er sagte, so wird das Wissen begraben. Doch trotzdem wissen wir, dass die Religion Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt wird, denn Allah sagt im Koran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wir haben die Erwähnung, den Dhikr herabgesandt und wir werden ihr Hüter sein. Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah sagte, dass al-Dhikr hier in diesem Vers eine Bezeichnung ist für alles, was Allah seinem Propheten herabgesandt hat. Sei es Koran oder Sunnah. Das heißt, beides wird bewahrt. Beides ist von Allah subhanahu wa ta'ala garantiert, dass es bewahrt wird. Doch für uns bedeutet dies, dass wir den Weg der Selle folgen. Dass wir den Weg derjenigen folgen, die vor uns waren, von den Gelehrten der Sunna. Und dies, wie Anas radiallahu anhu sagte, ich liebe den Gesandten und Abu Bakr und Umar und ich hoffe mit ihnen zu sein, durch meine Liebe ihnen gegenüber, auch wenn ich nicht die Taten habe, wie sie. Überliefert von Bukhari. Und auch wenn wir nicht so sein können, wie die Salaf und die Gelehrten der Sunna, so lieben wir sie und hoffen durch die Liebe gegenüber ihnen, mit ihnen zu sein. Und zu Hassan al-Basri, rahimahullah, wurde gesagt, als er die Salaf erwähnten, wie gut sie waren und so weiter, so sagte er, sie gingen auf Khailin Duh. Sie gingen auf schwarze Pferde, das heißt schnelle, gute, starke Pferde. Und wir gehen auf Humur Mu'akkara, auf schwache Esel. Das heißt, sie waren auf starke, schnelle Pferde. Und wir gehen auf langsame, schwache Esel. Das heißt, es gibt keinen Vergleich zwischen uns und ihnen. Doch Hassan al-Basri sagte dieser Person, In kunte ala tariqihim, فَمَا أَصْرَ أَلِّحَاقْ بِهِمْ. Er sagte, wenn du auf ihrem Weg bist, wenn du ihren Weg befolgst, so wirst du sie schnell erreichen. Das heißt, geh auf ihren Weg, auch wenn du auf einem schwachen Esel am Gehen bist, wenn du ihren Weg gehst, wirst du sie mit der Erlaubnis Allahs Azza wa Jal erreichen. Und der Sha'ir, der Poet, sagte,
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. Er sagte, ähnelt ihnen, auch wenn ihr nicht wie sie sein könnt, denn das Ähneln mit den guten Leuten, mit den gütigen Leuten, ist eine Rettung. Und das, was von den Fittern geschieht, in jeder Zeit und besonders in dieser Zeit, die Rettung davon ist durch das authentische, korrekte Wissen, welches auf Koran und Sunna aufgebaut ist. Sheikh Al-Fawzan, Rahimahullah, Hafizahullah, wurde gefragt, was ist dein Ratschlag in dieser Zeit, in welcher die Fitten verbreitet wurden und die Leute der Bid'a viele sind und die Gelehrten gestorben sind? So sagte er, ich beratschlage euch als allererstes, dass ihr Taqwa gegenüber Allah habt und dass ihr viel Dua macht, dass ihr die Dua vermehrt, dass Allah uns und euch standhaft macht auf der Religion und dass er uns und euch vor den Übel der Fitten bewahrt. Danach sagte er, beratschlage ich euch, dass ihr das Wissen bei den Gelehrten lernt und dass ihr bestrebt seid gegenüber dem Wissen. Denn nichts hütet dich oder bewahrt dich vor den Fitten mit der Erlaubnis Allahs, außer das korrekte Wissen. Aber wenn du kein korrektes Wissen hast, so wirst du vielleicht in die Fitna fallen, ohne dass du es weißt, ohne dass du es merkst. Du weißt gar nicht, dass es Fitna ist, aber du bist da reingefallen. So sollt ihr, sagt er, nach Wissen streben bei den Leuten des Wissens. Und seid nicht faul gegenüber dem Lernen. So sehr ihr könnt, also so sehr ihr könnt, sollt ihr nach dem Wissen streben bei den Gelehrten. Das ist hier etwas Wichtiges. Denn die Bücher sind zwar vorhanden und je später die Zeit kommt, desto mehr Bücher werden verbreitet. Doch trotzdem beschrieb der Gesandte im Hadith, den wir vorhin erwähnten, dass durch das Sterben der Gelehrten das Wissen verschwindet. Auch wenn die Bücher vorhanden sind. Und Imam Shatibi, Rahimahullah, sagte, كان العلم في صدور الرجال. Er sagt, das Wissen war in den Brüsten der Männer. فأصبح في بطون الكتب. Danach wurde es in den Büchern geschrieben. لكن بقي المفاتيح بأيدي العلماء. Doch das Verständnis, die Schlüssel des Wissens sind in den Händen der Gelehrten geblieben. Und Ibn Khubab oder Khabbab, er fragte Sa'id ibn Jubair, er sagte, ja, aber Abdullah, was ist das Zeichen, dass die Menschen zerstört werden? So sagte er, wenn ihre Gelehrten sterben. Dies wurde von Darimi, rahimahullah, überliefert. Und Hudhayfa ibn al-Yaman, der Wissendste unter den Sahaba über die Fitnen, er sagte, die Fitna ist, wenn die Wahrheit sich mit dem Falschen vermischt. Das heißt, es ist nicht klar für dich, was ist richtig, was ist falsch. Das ist die Fitna. Und er sagte, wer die Wahrheit kennt, ihm schadet die Fitna nicht. Das heißt, hier sehen wir, dass wenn du die Wahrheit kennst, du gerettet bist vor den Fitnen und das Zurückgehen zu den Gelehrten ein Schutz ist gegenüber den Fitnen. Jetzt kann jemand sagen, doch es sind so wenige, die dies ausüben und so wenige, die sich daran halten. So ist die Antwort, was Fudayl Ibn Iyad, rahimahullah, sagte, folge dem Weg der Rechtleitung und dir schadet es nicht, wie wenige es sind, die dem folgen. Und wehe dir die Wege der Irrleitung und täusche dich nicht von den vielen, die in die Irre gehen. Und Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, sagte, dass der Wissende, der kluge und wahrhaftige Mensch, dass er nicht traurig wird oder sich fremd oder schlecht fühlt, wenn er wenige Freunde hat, die seinen Weg gehen. Und auch nicht, wenn er sie verloren hat. Wenn sein Herz es spürt und merkt, dass er mit denjenigen am Gehen ist, die am Anfang waren, mit der ersten Generation. Diejenigen, denen Allah seine Gaben gegeben hat, von den Propheten, von den Wahrhaftigen, von den Märtyrern und von den Rechtschaffenen. Und was für eine gute Freundschaft sind diese? Er sagt, und wenn der Diener alleine einen Weg geht, indem er den Beweis, oder indem er alleine einen Weg geht, so ist dies ein Beweis, dass er wahrhaftig ist in dem, was er sucht.
Und Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu sagte, die Jama'a ist das, was mit der Wahrheit übereinstimmt, auch wenn du alleine bist. Und Nu'aym ibn Hammad sagte, er meint damit, dass wenn die Jama'a zerstört wird, so sollst du zu denen zurückgehen, worauf die Jama'a war, bevor sie zerstört wurde. Auch wenn du alleine bist, denn dann bist du die Jama'a. Und Hassan al-Basri sagte, die Sunna, bei dem, er schwört also bei Allah subhanahu wa ta'ala, außerdem es niemanden gibt, der das Recht hat, angebetet zu werden, ist zwischen dem Übertreiben und dem Untertreiben. So sagt er, seid geduldig darauf, möge Allah mit euch barmherzig sein, denn die Leute der Sunna waren wenige oder die wenigsten Menschen in der Zeit, die vorher war. Und sie sind die wenigsten Menschen in der Zeit, die übrig geblieben ist. Und er sagt, sie sind nicht von denen, die mit den Leuten der Bid'a zu ihren Bid'as gehen. So seid geduldig auf ihrer Sunna, bis ihr euren Herrn trefft, und so sollt ihr, inshallah, sein. Imam Ibn Qayyim sagt, Muhammad ibn Aslam Tusi, er war ein Imam, worauf sich die Muslime geeinigt haben, dass er ein Imam ist. Und er sagt, und mit seiner Stufe, die er besaß, war er die Person, die am meisten der Sunna gefolgt hat in seiner Zeit. Sogar sagte er, nichts von der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam hat mich erreicht, außer dass ich damit gearbeitet habe. Und ich war bestrebt, Tawaf zu machen bei der Kaaba, indem ich auf einem Reittier war, doch es wurde mir nicht ermöglicht. Das heißt, er wollte auch in dieser Angelegenheit der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgen. Dann sagt Ibn Qayyim weiter, jemand von den Leuten des Wissens wurde in seiner Zeit gefragt über As-Sawad al-A'zam, yani die Mehrheit der Menschen, die Mehrheit, die sich auf der Wahrheit befindet, welche im Hadith erwähnt wurde, إِذَخْ تَلَفَ النَّاسْ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمْ. Wenn die Menschen sich unterscheiden, so haltet an der Mehrheit fest. So sagt er, Muhammad ibn Aslam al-Tusi, er ist As-Sawad al-A'zam. Also nur eine Person nannte er, ist As-Sawad al-A'zam. Dann sagt Imam ibn al-Qayyim, وَصَدَقَ وَاللَّهِ. Er sagt, und er hat die Wahrheit gesprochen bei Allah. Denn wenn in einer Zeit ein Imam ist, der die Sunna kennt, zu ihr ruft, so ist er der Beweis und so ist er der Ijma', also der Konsens. Und er ist der Sawad al-A'zam, die Mehrheit der Menschen. Und das ist der Weg, der Gläubige, welche, dass wenn man diesen Weg sich trennt und einen anderen Weg folgt, dem wird Allah dem zuwenden, wo er sich zugewendet hat und ihn ins Jahannam führen, und was für ein schlechter Ausgang ist dieser. Ende seiner Aussage, rahimahullah. Und Imam al-Jurri, rahimahullah, schrieb ein Buch, welches er al-Ghuraba nannte, die Fremden. Und in diesem Buch sagte er, wenn jetzt jemand sagt, was bedeutet die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu kama bada. Der Islam hat als Fremder begonnen und er wird zurückkommen, so wie er begonnen hat. So wird ihm gesagt, die Menschen waren, bevor der Gesandte sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, Leute von verschiedenen Religionen. Entweder waren sie Juden oder Christen oder Medjus oder Götzendiener. Und als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, so waren diejenigen, die Muslime wurden, fremd. In ihrem Ort, wo sie gelebt haben, waren sie Fremde. Und sie waren Fremde in ihrem Stamm. Und sie wurden wegen ihrem Islam wie erniedrigt. So war er unter seiner Familie und seinen Leuten wie eine erniedrigte und schwache Person. Und er war geduldig auf dem Schaden, die auf ihn kam, welche auf ihn kam. Bis Allah subhanahu wa ta'ala den Islam triumphieren ließ und der Islam az wurde. Allah gab dem Islam eine Ehre und eine Würde und so weiter. Und die Leute, die Anhänger des Islams, haben sich verbreitet und die Leute der Wahrheit waren dann über den anderen und die Leute des Falschen wurden erniedrigt. So war der Islam am Anfang fremd mit dieser Bedeutung.
Und die Aussage des Gesandten aus dem Sayyidu Ghariban, er kommt zurück als Fremder. Die Bedeutung ist, und Allah weiß es am besten, dass die Ahwa, die Gelüste, welche einen in die Irre führen, und wenn die Salaf Ahlul Ahwa sagen, meinen sie nicht die Leute, die ihren Gelüsten in den Shahawat folgen, sondern die Ahwa sind die Bid'ah, denn sie folgen ihren Gelüsten im Widersprechen der Sunna. Er sagt also, dass die Leute oder dass die Gelüste, die einen in die Irre führen, viel werden und viele Leute dadurch in die Irre gehen und die Leute der Wahrheit bleiben unter ihnen auf dem richtigen Islam als Fremde inmitten der Menschen, weil sie wenige sind. Und er sagte ebenfalls, wer möchte, dass er die Stufen der Fremden erreicht, so soll er geduldig sein gegenüber der Härte seiner Eltern und seiner Frau und seiner Geschwister und seinen Verwandten. Und wenn jemand sagt, warum sind sie hart zu mir, obwohl sie mich doch lieben, und würden sie mich verlieren, wären sie traurig über meinen Verlust, so wird ihm gesagt, weil du sie widersprochen hast in dem, was sie lieben, oder in der Liebe zu der Dunya und in ihrer Anstrengung gegenüber der Dunya. Weil die Gelüste in ihren Herzen Platz gefunden haben. Und sie denken nicht, was von ihrer Religion verschwindet, solange sie durch dich ihre Dunya schützen können. Und wenn du ihnen dabei folgst, so lieben sie dich und halten dich in der Nähe. Aber wenn du dich ihnen widersprichst und den Weg der Leute der Akhira gehst, indem du die Wahrheit folgst, so sind sie hart zu dir. Die Eltern und die Frau also die Frau will sich von dir auch trennen und deine Brüder und deine Verwandten, sie wollen dich nicht mehr treffen. So bist du unter ihnen traurig. Er sagt, in diesem Moment schaust du dich selber an mit dem Auge der Fremdheit. Und dann findest du die Ruhe oder die Gesellschaft in den Leuten, die auch so sind wie du, Fremde. Dann bist du auch nicht mehr zufrieden mit deinen Geschwistern und mit deinen Verwandten und so weiter. Und dann folgst du dem Weg zu Allah alleine. Und wenn du gegenüber dieser Härte auf diesem Weg einige Tage geduldig bist und diese Erniedrigung erträgst, eine kurze Zeit, und dich entfernst von dieser Dunya, die keinen Wert hat, so wird dich diese Geduld, die du erträgst, ein gutes Ende geben. Und zwar bei Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits. Und dann beschreibt er die Güte des Jenseits, wie dessen Erde ist und so weiter. Und ebenfalls, nicht nur in dem, was er hier erwähnt hat, ist die Fremdheit der Menschen und die wenigen, die diesem Weg folgen, sondern auch so ist es im Streben nach Wissen. Denn wenn wir betrachten, was die Gelehrten der Sunna wie Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, in seinem Buch Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami' bezüglich dieser Angelegenheit überliefert hat, und Al-Khatib al-Baghdadi ist im Jahr 463 gestorben, und dies ist genau dasselbe Jahr, in welchem Imam Abu Umar ibn Abdul Barr gestorben ist. Einer war Hafid al-Maghrib und der andere war Hafid al-Mashrib. Einer war der Hafid des Ostens und andere war der Hafid des Westens. Al-Baghdadi, er schrieb Al-Jami' al-Akhlaq al-Rawi al-Adab al-Sami' und Ibn Abdul Barr schrieb auch ein Buch, in welchem er über das Wissen gesprochen hat, Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi. Also haben sie ähnliche Bücher geschrieben. Und beide sind im selben Jahr gestorben. Und in diesem Buch erwähnt Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, die Aussage von Imam al-Bukhari, أفضل المسلمين رجل
Sunnatan min Sunan al-Rasul sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Fasbiru ya Ashab al-Sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Er sagte, der beste Muslim ist ein Mann, der eine Sunna von den Sunnen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam wiederbelebt, welche getötet wurde, oder welche ausgestorben ist. So seid geduldig, o ihr Leute der Sunna, möge Allah mit euch barmherzig sein, denn ihr seid die wenigsten Menschen. Danach überliefert Khadib al-Baghdadi, nachdem er diese Aussage erklärt hat, Aussagen, die darauf hindeuten. So sagt Shu'aib ibn Harb, كنا نطلب الحديث 4000. Er sagt, wir haben als 4000 Menschen haben wir nach den Hadithen gestrebt. فما أنجب منا إلا أربع. Er sagt, doch von uns nur 4 haben etwas erreicht. Also 4000 haben nach den Hadithen gesucht, gestrebt und nur 4 von ihnen haben etwas erreicht. Und Abu Dawud al-Tayalisi, und das nicht Abu Dawud al-Sijistani, welcher Sunnen geschrieben hat, sondern das ist jemand anders, Abu Dawud al-Tayalisi. Er sagte, ich war eines Tages bei der Türe von Shu'ba. Und Shu'ba war einer von den Imamen der Muslime. Er sagte, und die Moschee war voll. Die Moschee war voll mit Schülern des Wissens. So sagte Shu'ba zu ihm, O Suleiman, denkst du, dass von ihnen jeder ein Muhaddith wird? Denkst du, dass von diesen Schülern jeder ein Hadith Gelehrter wird? Er sagte, nein. Er sagte, du hast die Wahrheit gesprochen. Und nicht einmal 5 von ihnen, yani Tausende oder Hunderte, sind am Lernen und sagen, nicht einmal 5 von ihnen werden etwas erreichen. So sagt er, ja. Er sagt, jemand von ihnen, yani er fragt ihn 5, yani er wundert sich, wie kann das sein, so wenige? So sagt er, ja. Jemand von ihnen schreibt, wenn er klein ist und wenn er dann groß wird, lässt er es sein. Und jemand von ihnen schreibt, wenn er klein ist und wenn er groß wird, beschäftigt er sich mit Sünden, mit schlechten Sachen. Und dann wiederholte er dies und Abu Dawud sagte, danach habe ich diese Angelegenheit betrachtet. Er hat es beobachtet, er hat gewartet, was wird aus diesen Menschen? Er sagte, und nicht einmal 5 von ihnen wurden Hadith-Gelehrte. Und Al-Faryabi sagte, Sufyan al-Thawri sagte mir eines Tages, und die Menschen haben sich bei ihm besammelt. Er sagte zu ihm, O Muhammad, siehst du diese, wie viele sie sind? Ein Drittel wird sterben. Und ein Drittel wird das Wissen unterlassen, das, was sie gehört haben. Und vom Drittel, welches übrig bleibt, nur ganz wenige von ihnen werden etwas erreichen. Und Israel sagte, in der Zeit von A'mash, wo waren es viele, die nach den Hadithen gestrebt haben. So wurde zu ihm gesagt, O Abu Muhammad, siehst du, wie viele diese Leute sind? So sagte er, nein. Er sagte, schau nicht, wie viele es sind, denn ein Drittel wird sterben, ein Drittel wird arbeiten gehen und vom Drittel werden von jeden 100 von ihnen wird jemand gerettet sein. Und Kathir ibn Qais sagte, ich war bei Abu Darda, radiallahu anhu, und er berichtete ihm, dass er zu ihm gekommen ist für einen Hadith, um einen Hadith zu hören. Und als Abu Darda dies hörte, so beglückwünschte er ihn, yani die Person, die rausgeht aus seinem Zuhause, einen Weg einschlägt, um nach Wissen zu suchen, so beglückwünschte Abu Darda dieser Person und sagte, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-Jannah. Wer einen Weg einschlägt, um darin Wissen zu suchen, so wird Allah ihm den Weg ins Paradies erleichtern. Wa innal malaikata latadhu ajnihataha ridan li talib al-ilm. Die Engel breiten ihre Flügel aus aus Zufriedenheit für den Schüler des Wissens. Und für den Schülern des Wissens bitten, wer im Himmel und wer auf der Erde ist, um Vergebung. Sogar die Fische im Wasser.
وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Und der Vorzug des Gelehrten gegenüber den Dienern oder gegenüber dem Diener ist wie der Vorzug des Mondes gegenüber allen anderen Sternen. إِنَّ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. Die Gelehrten sind die Erben der Propheten. إِنَّ الْأَنْبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. Die Propheten haben weder Gold noch Silbermünzen hinterlassen. إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ. Sondern sie haben das Wissen hinterlassen. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Und wer es nimmt, hat einen gewaltigen Anteil genommen. Und einmal waren Schüler des Wissens in Basra am schnell laufen, weil sie zu einem Hadith-Gelehrten gehen wollten, um diese Hadithe nicht zu verpassen. So machte sich eine Person über sie lustig, und dies war einer von den schlechten Menschen. Er sagte, hebt eure Füße, damit ihr nicht die Flügel der Engel bricht. Und er wollte sich über diesen Hadith, wenn wir erwähnten, lustig machen. So ist an der Stelle sind seine Füße ausgetrocknet und oder seine Beine ausgetrocknet und er ist hingefallen. Also an der Stelle wurde er bestraft für diese Aussagen. Und von den Beweisen oder von den Überlieferungen, die bestätigen, wie wichtig es ist, zu reisen für das Streben nach Wissen, ist, was Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah in einem anderen Buch überliefert hat. Und zwar in Ar-Rihla fi Talib al-Hadith. Er hat ein Buch geschrieben, nur über die Reise für das Streben der Hadithe. Und dort erwähnt er von Yahya ibn Ma'in, dass er sagte, von vier Leuten wirst du nichts Gutes finden. Und einer von ihnen ist, wer in seinem Ort die Hadithe aufschreibt und nicht reist, um für die Hadithe, um die Hadithe zu suchen. Und Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, sagte, Allah Ta'ala entfernt die Prüfung oder die Bestrafung gegenüber dieser Umma durch die Reise der Schüler des Hadithes. Und Zakaria ibn Adi sagte, ich sah Ibn al-Mubarak im Traum und ich fragte ihn, was hat Allah mit dir getan? Er sagte, er hat mir vergeben durch die Reise nach den Hadithen, weil ich für die Hadithe gereist bin. Und Ahmed ibn Hanbal rahimahullah sagte, niemand war in der Zeit von Ibn al-Mubarak mehr am Wissen am Suchen als er. Yani er war die Person, die am meisten nach Wissen gesucht hat. Er ist nach Jemen gereist, nach Ägypten, nach Scham, nach Basra, nach Kufa. Und er war von den Überlieferern des Wissens. Und er hat von den Kleinen und von den Großen geschrieben. Er hat von Abdurrahman ibn Mahdi geschrieben, von Al-Fazari, und er hat viel Wissen gesammelt. Und Abdullah ibn Ahmed fragte seinen Vater, ob jemand bei einer Person bleiben soll und von ihm lernen soll, oder ob er reisen soll für das Streben nach Wissen. So sagte er, er soll reisen, um von den Gelehrten von Kufa, von den Gelehrten von Basra, von den Leuten von Medina und Mekka aufschreiben. Er soll also zu den Leuten reisen und von ihnen hören. Und er sagte ebenfalls, Imam Ahmed rahimahullah, das Streben nach den hohen Isnad ist von der Religion. Yani, dass du den hohen Isnad suchst. Also, dass du dich nicht mit einer langen Überlieferung zufrieden gibst, sondern dass du zu der Person gibst, die höchste Überlieferungskette hat. Und Abu Ali rahimahullah sagte, ich hörte über eine Überlieferung von den Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam in Basra, so war ich nicht zufrieden, bis ich zu ihnen ging, um es von ihnen zu hören. Das heißt, er war nicht zufrieden, dass ihn jemand von den Sahaba etwas überliefert, bis er selber nach Medina geht, um es dort von den Sahaba radiallahu ta'ala anhum zu hören. Und Al-Sha'bi sagte, wenn eine Person vom weitesten Scham bis zum weitesten Jemen reist und ein Wort hört, welches ihm nützt in seinem Leben, was noch übrig geblieben ist, so denke ich nicht, dass seine Reise umsonst war. Das ist, wenn jetzt jemand von Mannheim oder Köln oder wo auch immer hier kommt und nur ein Wort profitiert und er geht wieder nach Hause und dieses Wort wird ihm sein ganzes Leben etwas nützen,
so war die Reise nicht umsonst. Und wie ist es dann, wenn er bi'idhnillah vieles hört, was ihm nützen wird? Und auch von den Sahaba waren solche wie Jabir ibn Abdullah oder Abu Ayyub, die gereist sind zu einem anderen Sahabi in einer Reise von einem Monat, um einen Hadith zu nehmen und dann wieder zurückzukommen. Warum? Weil sie den Stellenwert des Wissens verstanden haben. Und als in der Zeit von Al-Auza'i, rahimahullah, jemand 4 Tage bei ihm verweilt hat und 30 Hadithe von ihm genommen hat, sagt er, ich bin jetzt seit 4 Tagen bei dir und ich habe nur 30 Hadithe von dir genommen. So sagte ihm Jabir, so sagt ihm Imam Al-Auza'i, rahimahullah, dass Jabir ibn Abdullah nach Ägypten gereist ist. Und er, yani für einen einzigen Hadith ist er nach Ägypten gereist und du findest 30 Hadithe in 4 Tagen wenig. Yani der Sahabi reist einen Monat lang für einen Hadith und du findest, wenn du 30 Hadithe in 4 Tagen nimmst, findest du es als etwas Weniges. Und Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, sagte, ich pflegte Tage und Nächte zu reisen für einen einzigen Hadith. Und die Grundlage, sagen die Gelehrten, für die Reise nach dem Wissen ist, was von Musa alaihi salam war, dass er gereist ist und Schwierigkeiten auf sich genommen hat, um von jemandem zu lernen, der unter ihm war in der Stufe. Denn Musa ist von Ulul Azm. Er ist einer der besten Propheten. Er war besser als Khadir, doch trotzdem ist er zu ihm gereist, um von ihm zu lernen und um uns beizubringen, dass man für das Wissen auf sich die Schwierigkeiten aufnehmen soll. Und das Wissen unterscheidet sich im nützlichen Wissen und das ist das Wissen von Koran und Sunna, welches von den Gelehrten der Sunna übermittelt wurde, und das schädliche Wissen, wie das Wissen von Sihr oder das Wissen von Bid'a und Irrleitungen und so weiter. So sei bestrebt, dass du nach dem nützlichen Wissen strebst, besonders in dem, was Fard Ain ist für jede Person. Das, was jeder wissen muss von Angelegenheiten seiner Religion, wie die Tahara, wie das Heiraten, wie der Handel, wie die Zakat und das Gebet und Ramadan und wenn er zu Hajj fahren möchte, dass er die Regeln der Hajj lernt und so weiter. Und dann gibt es noch Fard Al-Kifaya, was eine Gruppe der Muslime wissen muss, und für die anderen ist es erwünscht, dass sie das auch lernen, aber wenn sie es nicht tun, so genügt es, wenn es eine Gruppe der Muslime weiß. Und wichtig beim Wissen ist es, dass man es auswendig lernt und auch versteht. Und so war der Weg, wie die Tabi'in den Koran von den Sahaba gelernt haben. Und zwar sagten sie, wir gingen nicht weiter nach 10 Ayat, wenn wir 10 Ayat gelernt haben, lernten wir nicht weiter, bis wir das Verständnis dieser Ayat gelernt haben und auch damit gearbeitet haben. So haben sie im selben Moment das Wissen auswendig gelernt, es verstanden und damit gearbeitet. Und das ist der richtige Weg, um nach Wissen zu suchen, indem man es auswendig lernt und es auch versteht. Und es gibt Leute, die nur auswendig lernen, aber das Wissen nicht verstehen. Und andere, die sich nur auf das Verständnis konzentrieren, aber es nicht auswendig lernen. Und von den Beispielen, von den Leuten, die das Wissen zwar auswendig gelernt haben, aber es nicht verstanden haben, war Abdurrahman ibn Muljim. Er tötete Ali, radiallahu ta'ala anhu, weil er kein Verständnis von der Religion hatte. Und von den Khawarij war ebenfalls Imran ibn Hitan, der ihn sogar dafür gelobt hat. Er sagte, ja, darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyabluga inda dhil arshi ridwana. Inni la adhkuru hinan fa ahsabuhu awfal bariya inda Allahi mizalan. Er lobt, er sagt, ein Schlag von einer gottesfürchtigen Person, als er Ali getötet hat. Er wollte damit nichts, außer die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, und wenn ich über ihn denke, so denke ich, dass er der Beste in der Waagschale ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er denkt, dass diese Person etwas Gutes getan hat. Diese Leute hatten Wissen, aber sie haben das Wissen nicht verstanden. Sonst haben sie das Wissen nur
auswendig gelernt. Und Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, erwähnt, dass jemand von den Poeten der Ahlus Sunnah auf ihn geantwortet hat und sagte: Ya darbatan min shaqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arshi khusrana. Inni la adhkuruhu hina fa'al'anuhu la'nan wa'al'anu Imran ibn Hitana. Er sagte: Ein Schlag von einer traurigen Person, die nichts damit wollte, außer den Verlust bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er erreichte nichts damit, außer den Verlust. Er sagte: Wenn ich an ihn denke, so verfluche ich ihn und ich verfluche Imran ibn Hitan, also derjenige, der ihn gelobt hat. Und so bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns ermöglicht, dem Wissen die Wichtigkeit zu geben, die es verdient. Und dass er, Jalla fi ula, uns vor den Fitten bewahrt, ma zahara minha wa ma batan. Und dass er, Jalla fi ula, uns auf den richtigen Weg leitet. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wanin alhamdulillahi rabbil alameen.